Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach und günstig Windräder für den Garten selber basteln könnt. Ich zeige euch mal, das hier habe ich zum Beispiel jetzt aus einem Tischset von Action gemacht. Das war dieses hier, das habe ich euch in meinem letzten Haul gezeigt. Weil das Problem ist ja, wenn man draußen, die nach draußen stellen möchte, dann muss man was, also da kann man nicht Papier nehmen. Das wird beim ersten Regen durchgeweicht und dann sind die schönen Windräder hin. Also habe ich, glaube ich, 2 Tage lang wie eine Blöde im Internet nach irgendwelchen Bastelfolien gesucht. Aber die waren mir entweder zu teuer oder nicht schön. Und dann habe ich mir Alternativen rausgesucht. Da kann man jetzt zum Beispiel solche PVC-Tischsets nehmen. Was ich heute mit euch bastel, ist eine Windmühle, ein Windrad aus diesen Schnellheftern. So, das tue ich mal weg. Das sind diese Plastikschnellhefter. Die sind wirklich, wirklich nicht teuer. Die habe ich jetzt auch vom Action. Ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet haben. Ich glaube 99 Cent für so eine Mehrstückpackung. Die sind wirklich nicht teuer und da benutzen wir diese Folie hier hinten. Dann brauchen wir noch Zange. Ich habe jetzt noch so eine dünne Zange. Dann habe ich Draht, dann nehme ich natürlich rosa. Der ist übrigens auch, den gab es mal beim Action, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Dann habe ich hier meinen Lochstanzer. Perlen. Ich nehme hier Holzperlen und ich habe dann auch noch weiße Perlen. Ich glaube, die waren mal von Doreen Beats. Ich weiß es aber nicht. Die sind auch vom Action. Dann habe ich mir im Baumarkt so Holzleisten geholt. Die hat mein Mann mir einmal in der Mitte durchgesägt. Da zeige ich, also erkläre ich euch gleich noch was zu, wieso das jetzt hier 2 verschiedene sind. Dann habe ich mein Schneide- und Falzbrett. Und das war es eigentlich schon. Achso, ein Lineal braucht man. Und einen Bleistift. So, zack. Und zack, nehme ich mir erstmal mein Falzschneidebrett und als erstes schneide ich mir da mal das hier an der Kante ab. Das funktioniert total super mit so einem Schneidebrett, weil das wirklich so dünnes Material ist. Dasselbe mache ich hier. Ich möchte ein zweifarbiges machen. Ich habe euch ja vorhin das einfarbige gezeigt, also mit dem Tischset. Und ich habe das aber einfach auch jetzt mal zweifarbig gemacht. Das funktioniert genauso. Und das möchte ich euch heute mal zeigen. Es ist wirklich total einfach. So, ich nehme mal das Lilane, da sieht man es besser. Wie groß mache ich sie denn? Ich mache das jetzt mal 18 x 18 cm. Die Größe, das könnt ihr euch natürlich aussuchen, wie ihr wollt. Es muss natürlich immer ein Quadrat sein, also an allen 4 Seiten gleich lang. So, ich möchte jetzt 18 x 18 cm nehmen. Obwohl, ich nehme mal 19. Ja, ich nehme mal 19 cm. Also ich schneide mir erstmal, hier unten ist die Ecke so ein bisschen abgerundet, die schneide ich mir erst einmal ab. Und jetzt nehme ich mal 19 cm. Das lege ich mir zur Seite, falls ich nochmal irgendwas anderes damit machen möchte. Und da gucke ich mal gerade, das sind 19 cm. Und das auch, ne? Ja. So, 19 mal 19 cm. Dasselbe mache ich jetzt mit dem weißen auch. Dann kann das schon wieder weg. So, ich wollte mal gerade gucken, wie gut ihr das sehen könnt. Gut, das geht. Ich habe nämlich letztes Mal bei meinem Blumenvideo festgestellt, dass man die Blumen ganz schlecht sieht. Tut mir leid an dieser Stelle nochmal. So, jetzt nimmt man sich ein Lineal und zeichnet sich mit dem Bleistift von der einen Ecke diagonal zur anderen Ecke eine Linie. Braucht gar nicht so dick sein, nur so, dass ihr sie sehen könnt. So, und dasselbe jetzt nochmal andersrum. Ich
kann das irgendwie nur in die eine Richtung zeichnen. So. So, dass es schön auf beiden Ecken, an beiden Ecken anliegt. Und dann haben wir jetzt hier den Mittelpunkt und dann legen wir das nochmal an dieser Linie an und zeichnen uns vom Mittelpunkt so 2 cm in jede Richtung, so ein kleines, so eine kleine Markierung. Dasselbe bei der Linie. Einmal hier und einmal hier. Das dient uns nur als Markierung, bis wohin wir schneiden. Jetzt nehmen wir uns eine Schere und schneiden diese Linien hier an, also von hier bis zu der Markierung. Und das auf allen 4 Seiten. Dann nehmen wir uns eine Unterlage, die ein bisschen dicker ist. Und dann nehmen wir uns diesen Lochstanzer und machen hier genau in der Mitte, wo sich die beiden Linien überkreuzen, ein Loch. Bevor wieder Fragen kommen, ich habe den aus China, ich verlinke euch den aber mal von Ideen mit Herz oder VBS, ich weiß nicht mehr. Da gibt es das Ding auch. Also ist wirklich prima. So, und dann machen wir hier jeweils immer in die rechte Ecke, wenn wir das so drehen, ein Loch. Hallo? Der ist wahrscheinlich schon wieder voll mit Zeug. So, also in die rechte Ecke, dann drehe ich mir das, mache das wieder in die rechte. Die andere bleibt so. Also haben wir hier 4 Löcher. So muss das dann aussehen. Dasselbe machen wir jetzt mit dem andersfarbigen auch. So, jetzt kommen die erstmal zur Seite. Also, ich habe mir jetzt aus dem Baumarkt, wie gesagt, diese Leisten geholt. Die ist knapp 9 mm breit und die hier 5 mm. Ich habe hier eckige genommen. Einfach aus dem Grund, weil die günstiger waren wie die Runden. Die Runden kosten fast doppelt so viel. Auch nicht jetzt, kein Vermögen, aber ich fand das besser. Und man sieht es ja im Endeffekt, für das Windrad ist es ja egal. So, hier ist noch Preis drauf, das geht so nicht. So, jetzt erkläre ich euch noch einmal, warum ich hier 2 habe, um euch das zu zeigen. Ich habe mir einen 2 mm Bohrer geholt und habe hier dann mit dem Akku Schrauber hier ein Loch reingebohrt. 2 mm, wie gesagt, habe ich jetzt für diesen Draht vom Action genommen. Ich weiß nicht, wie breit der ist. Ja, ich würde sagen, der ist 2 mm breit. Das ist natürlich für so ein 5 mm Holz, war mir das zu kritisch, dass mir das nachher splittert. Und da habe ich dann mit einem Küchenmesser hier rundherum eine kleine Kerbe reingeschnitzt, damit der Draht dann hier so ein bisschen drin sitzen kann und nicht so leicht nach unten wegrutschen kann. Ich werde aber heute das Holz nehmen mit dem Loch. Hier mache ich so, dass ich den Draht wirklich einfach rumwickel, möglichst fest, in dieser Fuge, ich weiß nicht, wie man es richtig nennt, Nut. So. Das nur mal, um euch das zu zeigen. So schneide ich mir so ein Stück ab. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich mache das so ein bisschen Pi mal Daumen. Das kann ich euch leider auch nicht. Ich habe jetzt hier, wenn ihr es wissen möchtet, 19 cm abgeschnitten. Das kann sein, dass das zu viel ist. Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht abgemessen. So, dann stopfe ich mir hier den Draht durch das Loch. Dadurch, dass das fast gleich groß ist, will der nicht so richtig. So, da ist er. So. Und dann habe ich das so gemacht,
dass ich das kurze Ende hier drumherum gebogen habe und noch einmal unter diesem hier durch. Also das drücke ich mir so ein bisschen an mit der Zange. Also seht ihr, da einmal so unter durch und dann hier rum und das Ende drücke ich mir auch noch mal fest, damit das nicht piekst. Dann haben wir jetzt hier, so sieht das jetzt aus. Da kommen jetzt Perlen drauf. Und zwar nehme ich da zwei von diesen kleinen, das waren so mittlere Perlen, wie groß sind die? Ungefähr 1 Zentimeter. Da nehme ich mir 2 Stück und fädel die hier auf den Draht. So. Na. Und jetzt muss man sich überlegen, wenn man jetzt so 2 nimmt, welche Farbe möchte ich innen? Das sieht dann ja später so aus. Da wäre jetzt weiß innen und lila außen. Ich glaube, so möchte ich es auch. Die kommt dann oben drauf. Wenn man es andersrum machen möchte, dann kommt lila oben drauf. Natürlich müssen die Löcher übereinander liegen. So. Dann wäre das später dann so. Obwohl, ich glaube, so finde ich es noch besser. Ja, ich möchte lila innen und weiß außen. Also lasse ich sie so rumliegen. Und dann kommt als erstes das mittlere Loch hier über den. Nicht ganz runterschieben, sonst wird es zu friemelig. Ich halte es einfach so ein bisschen hoch. Und dann klappt man sich die erste Ecke mit beiden Löchern nach innen und zieht die hier drüber. So ein bisschen festhalten und dann mache ich das mit der nächsten Ecke. Ich gehe da im Uhrzeigersinn und mit der nächsten einmal, na, so und so und die letzte auch. So sieht es dann aus. Dann rutsche ich mir das runter und gucke dann, dass hier zwischen noch so ein bisschen Abstand ist. Ich habe keine Ahnung, wie viel Abstand da sein muss. Ich mache das so, wie ich das meine. Und so, dann nehme ich mir, da möchte ich jetzt vorne eine von den weißen Perlen drauf haben. Die setze ich mir jetzt hier drauf. So, ich möchte ungefähr so einen Abstand. Also halte ich sie mir hier und dann biege ich mir das um. Ist das schon mal fixiert? Und dann schneide ich das mir hier ab. Seht ihr, jetzt ist es doch ein bisschen zu lang. Und dann, ich habe auch irgendwo so eine Runde für so Schmuck machen, so eine Runde. Zange, aber jetzt für das reicht mir das. Dann drehe ich mir das so ein. Dann habe ich hier oben wie so eine Schlaufe und fertig ist unser Windrad. Wetterfest. Was ich jetzt noch gerne machen möchte, ist, ich möchte hier noch so ein paar Bänder dran haben. So, ich habe mir jetzt hier mal so ein bisschen was rausgesucht. Zum Befestigen nehme ich den U. Ich habe mal was im Garten gebastelt und habe Heißkleber genommen. Und dann kam die Sonne und der ganze Heißkleber hat sich wieder aufgelöst. Also nehme ich den Uhu, der ist UV, wasserbeständig, also der hält. Ich habe mir da jetzt mal 2, ich nehme noch das Weiße hier, 3 Bänder rausgesucht. Die habe ich mir hier so aufeinander gelegt und dann mache ich mir hier oben eine Schleife. Genau, so mache ich das. Die binde ich hier oben drum. Also hier hinter den Perlen sozusagen.
So, mache ich da einmal einen Knoten. So, das schiebe ich mir hier wirklich hinter die Perlen. So, jetzt seht ihr es, ne? Hinter die Perlen. Und dann möchte ich, aber ich habe Angst, dass ich das hier, wenn der Wind kommt, alles verknüttelt. Deswegen möchte ich ein bisschen Abstand zu dem Windrad und dann mache ich das nämlich so, dass ich es dann nochmal nach hinten knote. Dann hängt das nicht so direkt am Windrad. Das fixiere ich mir hier nachher nochmal mit einem Tropfen von dem Uhu, damit es hält. Dann die lasse ich jetzt erstmal so, weil ich noch nicht weiß, wie lang ich das in die Erde binde. Zeige ich euch am Ende des Videos nochmal, wie es dann aussieht. Ich finde das ganz hübsch, kann man natürlich auch weglassen, aber ich mag so ein Gebamsel im Wind. Das mache ich auch bei den anderen Windrädern noch. Achso, ich kann euch das ja mal gerade zeigen. So, hier habe ich das gemacht mit diesen Gummispitzenbohrten aus dem Action. Die habe ich mir aber komplett hier dran geklebt. Die habe ich nicht geknotet, weil das wäre zu dick. Die habe ich so ein bisschen zusammengekrumpelt und habe die dann hier hinten dran geklebt. Weil das passte, finde ich, ganz schön zu dem Tischset. Ja, so. Das war meine Windmühle. Ich zeige euch dann nochmal, wie sie aussieht, wenn sie in der Pflanze steckt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, dass ihr da wart, hoffe, es hat euch gefallen und würde sagen, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.